Servus YouTube und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht es hier schon, hier haben wir wieder eine Funko Pop Review. Und zwar ist das das Squirrel Girl aus der Marvel Collectors Core. Nicht durcheinander bringen, hier seht ihr die anderen Figuren, die es in der Serie gibt. Diese Figur war nur in der Marvel's Collector Core zu bekommen. Das war Woman of Marvel, war das. Und ich würde sagen, ich hole euch die Kleine mit ihren kleinen Haustierchen mal aus der Box. Und da es bei dieser etwas länger dauern kann, da noch was Kleines dabei ist, ich weiß nicht, wie die rausgeht, würde ich sagen, wir sehen uns nach dem kleinen Cut wieder. Und ich bringe euch dann die Figur näher. Bis gleich. Ich wieder mit Squirtle Girl. Und ihr seht sie hier schon rumkreisen in ihrer vollen Pracht. Es ist natürlich wie immer bei Marvel Pops ein Bubblehead. Hat irgendwie lizenztechnische Gründe. Und ich würde sagen, wir fangen mit ihren kleinen Haustierchen an. Den kleinen Eichhörnchen. Und sogar das ist ein Bubblehead, also beziehungsweise ein nicht ganz befestigter Kopf, dass er etwas wackelt. Hier ein rosa Schleifchen dran, hinten die Beschriftung, nicht unten. Unten hat er bloß die Nummer. Auch sehr niedlich. Die Bemalung passt auch. Dann holen wir euch Squirrel Girl. Ihr seht es hier schon, sie bobbelt vor sich hin. Aber ich finde sie irgendwie niedlich, darum bleibt sie auch bei mir. Hier mit ihren zwei Eicheln als Ohrringen. Ihren Öhrchen, den sie hat, dann ihre Lederjacke, ihren gelben Gürtel, der grauen Leggings, den braunen Schuhen. Steht zwar in der Standardpose mit den kräftigen Armen da, hinten hat sie aber ihren Eichhörnchenschweif, Schwanz. Hier seht ihr die Feder, also als Bobblehead. Die Haare sind auch sehr schön gemacht. Verzeihung, die Bemalung auch sehr gut, ohne größere Fehler, ein paar Kleinigkeiten. Aber darüber kann man nicht im Bett sehen. Dann stelle ich sie euch wieder hierher. Die gute. Ich weiß nicht, geht das? Ne, das hält nicht. Okay. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Quick Look. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei anderen Videos von mir vorbeischaut. Ich habe auch Unboxings, auch Playout Sky Figuren, hochwertigere, in Anführungszeichen, durch mehr Bewegungspunkte. Figuren, auch Hot Toys. Ich mache auch Unboxings und so. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Lasst doch ein Like da, lasst vielleicht einen Kommentar da, das würde mich sehr freuen. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht seid, abonnieren nicht vergessen. Und somit bedanke ich mich fürs Zusehen und sage tschö, bis zum nächsten Mal.